Mach mal was, es hilft Ihnen vielleicht, um zu verstehen, wofür diese Partei eigentlich steht. Wir machen jetzt mal eine Schnellfragerunde, Frau Wagenknecht und Herr Vogt, mit der Bitte um wirklich kurze, wenn möglich, Ja-Nein-Antworten. Und dann sehen wir mal, wo Sie da stehen. Frau Wagenknecht, flächendeckendes Tempolimit 130 auf Autobahn. Also Tempolimit ja, ob 130, 150 kann man noch diskutieren. Herr Vogt? Nein. Bürgergeld im Empfänger. Wer ein Jobangebot ablehnt, soll weniger Leistung bekommen, Frau Wagenknecht. Er kommt drauf an, was. Also natürlich muss jemand, der Arbeitslosenunterstützung bezieht, zumutbare Arbeit annehmen. Das war schon immer so. Die Frage ist, was ist zumutbar? Und das hat sich mit Hartz IV verändert. Und das ist ein Problem, dass Leute die letzte untertariflich bezahlte Arbeit annehmen sollen, die weit unter ihrem Qualifikationsniveau ist. Verstanden. Darüber muss man reden, nicht über die Frage, zumutbare Arbeit annehmen, ja oder nein. Ja, ich frage es trotzdem. Ich weiß, Sie finden meine Fragen doof. Fragen sind ja auch einfach dumm. Also ich sag so ein riesigen Komplex Hartz-IV-System, also warum das eingeführt wurde, da kann man nicht mit einer einfachen Ja-Nein-Frage sagen, die Maßnahme ist gut oder die Maßnahme ist schlecht, um das System zu analysieren. Also so verkommt Politik ja nur zu einem Nennen von Schlagworten, zu so einem Kratzen an der Oberfläche. Und das, also ja, diese Verarmung unserer politischen Debatten, die sorgen eben dafür, dass wir die Probleme nicht mehr richtig diskutieren und dementsprechend auch die richtigen Lösungsvorschläge dafür nicht mehr diskutieren können. Und da tragen solche Moderatoren wie Luis Klamroth mit so dämlichen Fragen und mit dem Abwürgen von Gästen, die mal sehr relevante Themenbereiche aufwerfen, massivst mit so bei. Jetzt ja, ich kann es auch differenziert erklären. Nee, aber wenn Sie sich an die Spielregeln halten, umso besser. Sollten Asylbewerber weniger Geld bekommen, Frau Wagenknecht? Ja, je nachdem, ob sie anerkannt sind oder nicht. Also ich finde ein Problem, wenn abgelehnte Asylbewerber faktisch, also gerade bei 100 Euro weniger bekommen als Anerkannte, da kann man sich auch das Asylverfahren sparen. Verstanden. Herr Vogt? Also erstens, Bürgergeld für Ukrainer sollte beendet werden. Das ist der falsche Weg. Und das Zweite ist in der Tat eine Differenzierung zwischen denjenigen, die hier bleiben können. Also ähnlich wie Frau Wagenknecht, sollte es ein bundesweites Genderverbot an Behörden und Schulen geben, Frau Wagenknecht? Ja. Herr Vogt? Ja. Hey, eine Gemeinsamkeit. In der unwichtigsten Frage. Ja, und da hat Herr Thürmer aufgestöhnt. Warum eigentlich, Herr Thürmer? Ja, diese Debatte um Genderverbote ist ein weiteres Beispiel, wie BSW und CDU ihre Kulturkämpfe betreiben. So. Ich gendere. Also, so eine kleine woke Elite will uns seine komische Kunstsprache aufdrücken, wo wir überall oder irgendwas anderes hinten an Worte dran klatschen sollen, was keinen grammatikalischen Regeln folgt, was völlig uneinheitlich ist. Also, ich brauche jetzt die ganzen Argumente gegen das Gender nicht wiederholen, aber es wird von 80% der Bevölkerung abgelehnt und trotzdem versuchen diese Woken-Ideologen das in Behörden, in Universitäten durchzudrücken. Dass man da als Politik sagt, nee, Schluss damit, ihr stoppt jetzt euren Kulturkampf. Also das versucht Thürmer jetzt als Kulturkampf umzuframen. Nein, das sind die Wokisten, die diesen Kulturkampf führen. Nicht die Leute, die diesen Kulturkampf kritisieren. Also das ist ja jetzt hier völlig eine Verkennung von Ursache und Wirkung. Weil ich das richtig finde. Und weil ich finde, dass alle Geschlechter in der Sprache vorkommen sollten. Alle Geschlechter, wie viele gibt's denn? Aber ich schreibe es niemandem vor. Und genau das wollen Sie ja anders machen. Ja, nee, Sie wollten doch gerade für ein Genderverbot. Sie waren doch gerade für ein Genderverbot. Also wie er sich darüber aufregt. Also er wirft andere vor, sie würden hier einen Kulturkampf führen. Oder Enissa Amani, die hat vorhin angerufen, irrelevanteste Frage. Ja, wenn es so irrelevant ist, so auf. Wieso hört ihr dann nicht auf zu gendern? Wir streichen den ganzen Unsinn und fertig, Problem gelöst. 80% der Bevölkerung lehnen das ab. Weg damit. Problem gelöst, wir debattieren nie wieder darüber. Warum macht ihr das nicht? Warum regt ihr euch so darüber auf, wenn man den ganzen Unsinn ein für alle Mal beenden will? Warum denn? Warum soll man den Leuten an den Schulen vorschreiben, wie sie zu sprechen haben? Das wird ihnen aber heute vorgeschrieben. Ich habe vor kurzem mal wieder in Berlin gezeigt, sogar, wie die Tochter bei ihrer Klassenarbeit vom Lehrer an die Seite geschrieben gekriegt hat, bitte konsequent gendern. Das heißt, den Schülern wird es vorgeschrieben, an Unis wird es teilweise vorgeschrieben, je nach Uni, das ist unterschiedlich. Da mögen sie, aber genau das möchte ich nicht. Ich finde, wer gendern möchte, der soll gendern. Jeder soll sprechen, wie er will. Jetzt weichen Sie doch nicht aus.
wollen es doch Leuten doch verbieten. Sie haben sich doch gerade beide für ein Genderverbot ausgesprochen. Und jetzt machen Sie sich hier zur Vertreterin der Freiheit. Nein, das stimmt doch einfach nicht. Es geht darum, dass an der Schule die korrekten Rechtschreib- und Grammatikregeln unserer Sprache gelehrt werden. Ja, man kann aber und wer dann anders sprechen will, der kann das machen. Das Publikum ist heute sehr viel vernünftiger als sonst. Also es ist sehr näher an meiner Meinung dran als sonst. So könnte ich es auch formulieren, um es ein bisschen neutraler zu halten. Aber ja, das Publikum ist richtig woke, transatlantisch und wirtschaftlich neoliberal. Heute haben die irgendwie ein anderes Publikum. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Nein, aber ich will den substanziellen Unterschied schon deutlich machen. Es geht doch darum, jeder soll reden und schreiben, wie er möchte. Wir sind eine freiheitliche Gesellschaft, wir sind eine offene Gesellschaft. So, und das setzt natürlich aber trotzdem voraus, dass in der öffentlichen Verwaltung und auch in den Schulen, also an den Orten, die steuerfinanziert sind, wir hier keine Erziehungsdiktatur sind, wo wir den Leuten etwas vorschreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, ist auch gendern, das sagen wir. Aber worum es geht ist, wir wollen das nach den Regeln des Rats der deutschen Sprache, deutschen Rechtschreibung, eben an den Schulen gelehrt wird. Und übrigens, Sozialdemokraten haben das mit beschlossen in Sachsen. Ist also insofern, sehen Sie doch auch, dass es da klare Maßstäbe gibt. Und ich finde das auch nicht, ich finde das jetzt nicht, finde das einfach ganz normal. Und das, was ich möchte, ist, dass meine Kinder was Vernünftiges lernen. Danach können sie es für sich selber frei entscheiden. Aber Doppelpunkt und irgendwie Klotteschlag und so weiter, das gehört nicht dazu und sollten unsere Kinder nicht lernen. So, und jetzt will ich Herrn Alexander fragen. Fragen Sie nicht, was der Islam zum Gender macht. Nein, das frage ich nicht. Herr Alexander, ich will Sie fragen, um das Wort von Inisa Amani nochmal zu bemühen, nämlich Triggerwort. Warum ist dieses Genderverbot so ein Triggerwort, was auch offensichtlich Herrn Thürmer so zum Explodieren direkt bringt? Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich habe ja mal ein Buch gemacht, da war ich auf Lesereise und bei jeder Befragung danach haben die Leser immer danach gefragt, obwohl das gar nichts mit meinem Buch zu tun hat. Also die Leute hassen Gendern. Das können sie wirklich, wenn sie im Radio gendern oder in Zeitung. Also die Leute wirklich, genau umgekehrt wie Herr Thürmer, die springen so wie aus der Kiste. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt das? Oder kann man eigentlich nur Sprache? Und das habe ich beim Soziologen Armin Nasseh gefunden. Und der sagt, Sprache ist etwas sehr Latentes. Latent heißt, das machen wir, ohne uns das bewusst zu machen. Man sagt ja jetzt nicht Subjekt, Prädikat, Objekt, man redet einfach. Und wenn dieses Latente gestört wird, das finden die Leute ganz, ganz schrecklich. Also bei Nasseh heißt das, die Ebbe der Latenz ist die Quelle des Unbehagen. Und da im Moment sowieso so viel in der Gesellschaft verändert wird, wegen Zuwanderung, wegen Klimawandel, wegen sonst was, wollen die Leute wenigstens in der Sprache ihre Ruhe haben. Und da ich ja mit Sprache arbeite, ich kann das total verstehen. Und Herr Alexander, aber... Ich sag's ja. Also, ja... Jetzt haben wir noch mal 5 Minuten über Gendern geredet und hier kann ich Robin Alexander tatsächlich mal zustimmen. Sie hassen es und sie hassen es zu Recht. Er hat gerade noch mal eine gute Begründung genommen. Ich würde sogar noch ein politisches Argument einführen, dass Gendern führt zu einer Politisierung der Sprache. Sprache sollte nicht dazu dienen, dass wir uns politisch erkennen. Also Sprache sollte nicht unsere Zuordnung zu einem Lager zeigen, sondern Sprache sollte Mittel des Austausches und der Kommunikation sein. Und wenn man dann irgendwelche politischen Erkennungsmarker in seine Alltagskommunikation anbaut, dann vergiftet das wirklich den gesamten gesellschaftlichen Diskurs. Dann politisiert es wirklich jedes noch so banale Alltagsthema. Und das finde ich wirklich gefährlich. Aber in diesem Sinne, nochmal zum Abschluss, kurzes Fazit. Wirklich gute Debatte von Seiten Sarah Wagenknechts. Wieder furchtbarer Auftritt von Louis Klamroth, der sogar die gute Cola Hübsch das einzige Mal, als sie was wirklich Schlaues gesagt hat, abgewürgt hat. Muss man auch erstmal schaffen, also hatte ich ja vorhin schon angesprochen, also sie darf die arme, liberale, diskriminierte Muslimin geben, aber wehe, sie sagt was Kritisches im Bereich der Außenpolitik, dann ganz schnell abwürgen, am Ende sagt sie noch was ganz, ganz Schlimmes hier, also eventuell sogar was der Haltung der deutschen Bundesregierung widerspricht, da muss man natürlich ganz schnell Schluss machen, wenn Sarah Wagenknecht über die Ablehnung der SPD des Mindestlohnes spricht, muss man sie sofort abwürgen, wenn Philipp Thürmer sagt, die SPD wäre für einen höheren Mindestlohn, was eine Lüge ist, die SPD hat einen höheren Mindestlohn verhindert, dann darf er einfach weiterreden und seinen Sermon weiter von sich geben, also es ist schon auffällig, wie politisch einseitig Louis Klamroth ist und ja, dass diese Talkshows allgemein ziemlich dumme Formate sind, die tiefgründige Diskussion eher verhindern, anstatt ermöglichen, das wissen wir ja nun zur Genüge. Also
Ja, aber deswegen ist es gut, dass Leute wie Sarah Wagenknecht hier trotzdem zu Gast sind und hier mal ein bisschen Niveau, ein bisschen tiefere inhaltliche Argumente, ein bisschen ja, wichtigere Themen auch reinbringen. Ich meine, es ging ja nur um diesen bescheuerten Kulturkampf und Sarah Wagenknecht redet gleich über Wirtschaftspolitik, über Wohnungsmangel, über die Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Also das sind ja alles wichtige Themen, die zur Verrohung unserer gesellschaftlichen Debatte, zur Verrohung der Kultur beitragen. Und entsprechend sehr, sehr guter Auftritt von Sarah Wagenknecht und wirklich hat sich keinen Fehler geleistet. Gute Debatte.